Morning, 9:30 Uhr pünktlich am Freitag. Ich freue mich auf euch. Das ist übrigens Programm hier. Das kennt ihr bestimmt auch alle, ne? Und mir ist es einfach zu blöde. Ich finde, das ist auch eine Form von Selbstfürsorge, dass ich mich um andere Dinge kümmere, als diesen Knoten zu lösen. Da kommt schon die Marke. Ihr winkt, ihr winkt. Lalalim. Hallo, Ah, so schön, dich zu sehen, liebe guten Maike. Morgen. Du hast schon ein bisschen Stress gehabt heute Morgen, ne? Bisschen. Ja. Ja, wir machen dann mal heute Ihre Fenster. Ah ja. Ja, wir schleifen die auch. Sag mal, Ach irgendwas. so. Ja, du bist versetzt und manchmal hakst du. Bist du sicher, dass du in dem Zimmer gutes Internet hast? Der Router ist direkt daneben. Also das ist fast der Beste. Okay. Müssen wir mal gucken. Ja, jetzt geht's wieder. Okay. Ich habe Ja. gerade schon gesagt, der Knoten hier ist Programm. Ja, den kenne ich schon. Den kennst du schon, ne? Naja. Du, Martina, sag ich schon. Martina ist nämlich jetzt auch da. Ich sehe sie schon in den Sehr Kommentaren. schön. Und Maike hat mich ja auch schon live und in Farbe erleben dürfen. Wir waren zusammen essen. Maike ist in meinem Podcast zu Gast gewesen. Das Interview war sehr skurril, weil wir es in Maikes Im Auto Auto. durchgeführt haben, weil wir einen ruhigen Raum brauchten. Und Mitten Maike hat in mich auch schon, Altona. genau, und Maike hat mich auch in einem GfK-Einführungsseminar in Hamburg erlebt. Und es war so, ich bin einfach das organisierte Chaos, Maike. Ich glaube, das hast du relativ schnell. Ich kam nämlich zum Seminar und hatte einfach im ICE meine komplette Flipchart-Rolle liegen lassen. Das, ja, das passiert bei mir in meinem Leben. Du hast mich am Abend davor um 11 noch angerufen und so richtig den Wolf auch rausgelassen, als du es gemerkt hast. Ja. Ja, dich habe ich angerufen und danach habe ich Martina angerufen, Martina. habe Martina durchs Telefon gekotzt. Ja, wir haben es ja auch so hingekriegt und Humor ist immer sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, Ja. warum meine Augen so tränen heute Morgen. Im Nachhinein kann man darüber ja immer lachen. In dem Moment war es nicht Ja, witzig. nee, da habe ich auch echt, ich habe gekotzt im Strahl mit Brocken und ich habe geflennt. So, ja, Martina schreibt, oh Gott, das war so schlimm. Ist dir heiß, Maike? Ja, das ist hier. Ich habe überall Fenster auf hier, weil die müssen ja an die Dings ran, nur hier nicht, damit ich nichts höre. Und jetzt ist hier Tür zu und alles und Ach du Arme. Ja. Und ich schaffe das nicht. du stehst ja kurz vor der Entbindung deines zweiten Kindes. Was machen die Nerven? Mich nerven nur die Leute, die mich gar nicht kennen und dann sofort fragen: Oh, das ist ja bald so weit. Ja, ich weiß. Ja. Noch nicht. Wie Sie sehen, stehe ich noch hier. Ja, das ist ja. Also ich habe ja mit Absicht weder bei Instagram noch sonst irgendwo den genauen ET verraten. Ja, nee, das machen wir Und nicht. dennoch sieht man es mir an, dass es jetzt ja nicht mehr noch ein Monat ist. Also in diesem Monat wird das Baby kommen. Kriegst sofort Gänsehaut. Ja, und entstanden ist ja diese Idee, dass Martina, du und ich, dass wir zusammen diese Themenwoche machen, weil es hat angefangen, glaube ich, mit meinen Strategien, Kindern bei Übergänge, es ging ums Kita, nein, nicht in die Kita wollen. Und du hast das adaptiert, diese Einfühlung und Strategien, um deinen großen Jungen, wie alt ist er? 3. 3, darauf vorzubereiten, dass du zum ersten Mal mehrere Tage vermutlich weg sein wirst, weil ihr noch nie abends, nachts getrennt wart. Korrekt? Richtig. So, und du bringst ja das Kind zur Welt und es kann sein, dass du ein paar Tage weg bist. Ja. Und da hatten deine Follower viele Fragen, wo du meintest, Kathi, die kann ich nicht beantworten, ich brauche deine Hilfe. Und dann habe ich gesagt, super gerne, lass ein Ja. Live machen. Und Martina kommt auch noch dazu, weil Martina kennt sich mit Geschwisterchen besonders gut aus, denn das war Teil ihrer Doktorarbeit. Arbeit. Ja. Genau. Ja, Maike ist Meisterin im Umsetzen unserer Impulse, sagt Martina. Nein. So ist es. Doch, doch. Ich verfolge das wirklich mit ganz viel Freude zu sehen. Vor allen Dingen, weil ich auch immer so dazu plädiere, dass es jeder zu seinem eigenen macht. Weißt du, wir geben Impulse, ich vor allen Dingen im Sinne der gewaltfreien Kommunikation und ich feiere dich so dafür, dass du quasi deine eigene GfK daraus machst. Weißt du, du bist kreativ, du hast den Grundbaustein verstanden, du weißt, was damit gemeint ist und dann gehst du deine eigenen Wege und genau das ist eigentlich, das ist ein Traum, weißt du? Und ich glaube, du bist einfach sehr in Verbindung mit dir selber und du bist ja auch jemand, der, ich sag mal, wenn irgendwas scheiße läuft, dann gehst du schon auch in Reflexion mit dir. Also so erlebe ich dich. Und Nicht immer bohrst, einfach. nee, und du bohrst richtig nach und genau darum geht's, ja. Und ich habe es gestern, hatte ich das live mit meinen Kursteilnehmern,
Ich weiß, warst du gestern Abend dabei eigentlich? Nee, ich habe Nee. gepennt. Ja, du, das ist auch völlig in Ordnung. Schlaf du so viel du schlafen kannst. Und da habe ich nochmal das Zitat von Rosenberg genannt, was ich wirklich, also das feiere ich so. Wir wollen all unser Lachen lachen und all unsere Tränen weinen. Und genau darum geht's. Ja, es geht nicht darum, die Tränen zu verhindern oder dass es immer weniger werden. Tränen sind genauso, haben genauso ihre Berechtigung wie das Lachen. So, das war eine kleine Einführung. Genau. Martina schreibt, Maike hat Eigenverantwortung begriffen. So sieht's aus. Nicht Meine, immer. warte mal, meine Mutter ist dabei. Eigene Wege gehen im Sinne deiner Vision, schreibt meine Mama. Susanne Weber-Lehrfeld ist meine Mama. Mama, guten Morgen, schön, dass du da bist. Wir sehen uns morgen. ja, lass uns starten. Du hast ja Fragen gesammelt. Ja, erstmal brennt mir total auf der Seele dein Post und deine Story von gestern. Also Hierarchie unter Geschwistern ist ja wirklich harter Tobak. Also ich meine, Ja. ich habe ja noch kein zweites. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, so in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder so, die beiden. Und erst habe ich das so verstanden, dass dann immer der Große als erstes kommt. Und dann habe ich gestern deine Story gesehen und habe gedacht, nee, so ganz ist das nicht so gemeint. Und dazu habe ich eine passende Frage bekommen. Welches Bedürfnis zuerst erfüllen? Das Kind ist 6 Monate, das Kleine und das Große ist 2,5. Und dann Ja. wäre meine Antwort jetzt gewesen, das kann man pauschal nicht so sagen. Kannst Hängt du davon pauschal ab, sagen. welche Bedürfnisse wir da gerade am Wickel haben, Genau. oder? Weißt du, was ich gerne noch sagen würde, ist, dass an alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Martina sitzt im Hintergrund an ihrem Handy und kümmert sich um den Chat, damit Maike und ich uns auf uns konzentrieren können und eure Fragen, die ihr Maike gestellt habt. Und Martina ist für euch im Chat zuständig. Genau. Also nutzt sie gerne. Ja? Martina, hau Ich rein, viel fächer. Spaß dir, ne? Ja, okay. Nee, das kannst du pauschal natürlich nicht sagen. Und es ist mit diesem Thema Hierarchie unter Geschwistern, es gibt ja auch noch die Hierarchie in der Familie, nicht? Also das haben wir ja auch noch. Jetzt haben wir uns ja auf Geschwister erstmal fokussiert. Und das wird so gerne missverstanden, weil Hierarchie, das Wort an sich, hat es ja auch schon in sich. Also da steckt ja so viel drin. Und wenn ich sage, pass mal auf, mir ist eine Hierarchie unter Geschwistern wichtig, da gehen bei 99,9% die Alarmanlagen an von wegen Macht. Machtmissbrauch, Adultismus. Adultismus und so weiter und so weiter. Also Hierarchie ist natürlich in dem Sinne kein Bedürfnis. Das Bedürfnis ist die innere Ordnung, die Ordnung zwischen den Geschwistern. Und damit kommen Kinder zur Welt. Und Kinder haben ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit. Wir sind ja auch so aufgewachsen und auch heute ist es so in unserem politisch korrekten Denken, dieses alle müssen gleich behandelt werden. Wenn wir alle gleich behandeln, werden nicht die Bedürfnisse aller erfüllt. Es geht in der bindungsbedürfnisorientierten Elternschaft und auch im großen Ganzen der gewaltfreien Kommunikation ja darum, Konflikte so zu lösen und so zu leben, dass alle bekommen, was sie brauchen. Ja, und wenn ich alle gleich behandle, bekommen nicht alle, was sie brauchen. Dieses Gleichberechtigung hat in diesem Kontext einfach nichts zu suchen, sondern nehmen wir mal die Geschwister. Es ist einfach so, wenn dein Sohn jetzt seit 3 Jahren das erste Kind ist und alleine mit euch ist und dann kommt ein zweites, wird er Konflikte haben. Ja, das ist ein harter Tobak. Ich bin selber Erstgeborenes. Ich habe meine Schwester mehrfach versucht, aus diesem Stubenwagen zu werfen, den immer umkippen wollen. Ja, das ist ja nicht, deswegen war ich kein schlechtes Kind oder ein schlechter Mensch, sondern ich habe damit um Hilfe geschrien. Ja. Und die Hierarchie in der Familie, oder ich übersetze es mal, die Ordnung in der Familie, die Kinder innehaben, ja, dass der Erstgeborene ist zuerst gekommen, der Zweitgeborene kommt als zweites. Wenn ich das im Hinterkopf habe und wenn ein zweites Kind dazukommt, einfach im Alltag einstreue, wird automatisch das Bedürfnis deines Älteren erfüllt nach der Ordnung. Das heißt nicht, wenn dein Säugling Hunger hat, ja, und wir stillen natürlich bedürfnisorientiert, dann wird dieses Kind gestillt. Und da ist die Aufgabe des Älteren, ja, zu lernen, damit umzugehen, zu warten. Nur das heißt ja, du könntest ja gucken, in einem anderen Kontext, wo es dir total leicht fällt, zu sagen, Als erstes zu nehmen. du kriegst als erstes, und wenn du beide Kinder anziehst, warum? Es ist nicht lebensnotwendig, das Säugling zuerst anzuziehen. Ja, da wird zum Beispiel so eine Sache kommen, du bist der Erste, ich ziehe dich zuerst an, nicht? Und dann ist das Kleine dran. Ah ja, genau. Nicht? Nur wenn es um Bedürfnisse geht, die lebensnotwendig sind und wo jemand in Not ist, da hat doch das Thema Ordnung nichts zu suchen, sondern dann ist die Ordnung wer ist bedürftiger? Ja? Es kann zum Beispiel auch sein, dass es Situationen gibt, wo du als Mutter am bedürftigsten bist.
Ja, wenn ich mir gerade einen Finger schneide und das Blut spritzt aus dem Finger, dann kann auch das Baby nachschreien, dass es gerade gestillt werden So, will. Ja. genau, Ja. danke, Maike. Also es ist immer situationsabhängig. Es ist nur einfach dieses, ich weiß, es ist einfach ein Wespennest, in das ich mich da reinsetze. Ich setze mich gern da rein und ich habe nur gemerkt, lest doch wirklich und hört mir auch wirklich zu. Ich möchte niemanden angreifen. Ich rede überhaupt nicht von Macht. Im Gegenteil, ich rede um Begleitung, um Sehen. Ich möchte die Bedürfnisse aller wahrnehmen. Und wenn ich doch im Vorfeld schon weiß, dass Kinder das Bedürfnis nach der Ordnung in der Familie, die haben das in sich, du kannst das nicht wegschneiden. Und jeder, der Geschwister hat, weiß das. Ja, und viele Konflikte unter Geschwistern finden eben statt, weil die Kinder rebellieren, weil sie so danach schreien, gib mir eine Ordnung. Und wenn du die gibst, dann fällt wahrscheinlich die Hälfte der Konflikte weg. Es geht nicht darum, Konflikte zu verhindern. Ja, Konflikte wird es immer geben. Nur wenn ich das weiß, als verantwortungsbewusster Elternteil, dann kann ich doch bewusst gucken, wo gibt es Situationen, wo ich meinem Älteren, wenn ein kleineres Kind dazukommt, schon von vornherein unterstützen kann, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Gleichzeitig gibt es die Momente mit einem Säugling. Ey, ich meine, ungelogen, Maike, als meine Tochter zur Welt kam, war mein Sohn 9. Ja, ich werde nie vergessen, nach der 4. Woche hat die ja einfach maximal 1,5 Stunden geschlafen und das 8 Monate lang. Ich war wirklich kaum zur Verfügung für meinen Sohn. Das Anderthalb Wichtigste Stunden sind war, doch viel. ja, das ist Also Ansichtssache. nach meiner Erfahrung sind 1,5 Stunden echt viel. Okay, immer 8 Monate. Also, was ich damit sagen wollte, ich war natürlich schwer zugänglich für meinen Sohn, weil ich einfach, ich auch, ich war, das war eine Ausnahmesituation. Was ich versucht habe, ist in kleinen Momenten ihm dieses Bedürfnis nach, er ist in der Rangordnung eben unter den Geschwistern oben, zu erfüllen. Und das sind kleine Dinge gewesen, wie dass ich zum Beispiel, wenn wir aufstehen, ihm zuerst den Kuss gebe und dann dem Töchterchen zum Beispiel. Ja? Gleichzeitig zum Beispiel auch, wenn ich merke, dass er eben sehr frustriert ist, ich werde nie vergessen, es gab ein Gespräch in der Hängematte. Wie gesagt, du, dass die Kleine da ist, schon ist ja auch schön, ne? Nervt ein bisschen, ne? Ja, die schreit so viel, ne? Oh ja, Mama, das ist so laut und immer seid ihr dann bei der und, nicht? Und dann ist sie klar, nicht? Wenn ein Säugling schreit, dann ist Hurra, was braucht dieses Wesen? Sag ich, ja, das ist richtig kacke eigentlich, ne? Manchmal würdest du gern wieder allein sein mit uns, oder? Ja. Ja, und allein das, dieses Gespräch ging noch ein bisschen länger. Ich habe noch mal einfügen gegeben. Er durfte es noch mal sagen. Er darf es sagen. Und danach haben sich so viele Knoten gelöst. Diese 5 Minuten, ja, es war elementar wichtig. Und dann kann er ja auch, weißt du, Kinder haben ja auch, also auch 9-Jährige auf jeden Fall, er möchte ja, dass es allen in der Familie gut geht. Er möchte nur auch gleichzeitig gesehen werden mit seinen Bedürfnissen. Ja, und dann habe ich eine exklusive Mama-Sohn-Zeit eingeführt, die ich mit meinem Mann organisiert habe. Klar, das ist eine Herausforderung, nur die Verantwortung haben wir. Ja, und das zum Thema Hierarchie ist einfach, das ist ein Bedürfnis, diese innere Ordnung. Da könnt ihr euch drehen und wenden, wie ihr wollt. Es gibt eben verschiedene Strategiemöglichkeiten, das zu berücksichtigen. Und wenn wir jetzt das Beispiel aus meinem Post nehmen, es kommen beide Kinder, Maike. Mal angenommen, dein zweites Kind ist schon ein bisschen älter, kann schon laufen, ja, und beide Kinder kommen und sagen, Mama, 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 wir haben Durst. Ja, ihr habt Durst. Ich mache euch was zu trinken. Du machst sie erstes Glas voll, gibst es dem Großen. So, bitteschön. Muss das gar nicht groß kommentieren, dem Kleinen. So, weil beide gleichzeitig gekommen sind. Angenommen, dein kleines Kind zuerst. Mama, Mama, ich habe Durst, ich habe Durst. Und dann denkt der Große so, wow, yo, ich habe auch Durst. Wer war zuerst da? Zuerst war das kleinere Kind da. Also es geht immer nach dem Prinzip, wer war zuerst da? Und wenn es gleichzeitig ist, ist das zuerst der erstgeborenes Kind, zweitgeborenes Kind. Oder wenn es in der Situation ist und jemand war wirklich erst da, ist genauso Thema Schaukeln. Ja? Beide Ja, Kinder rennen auf eine. oder eben welches Bedürfnis ist schwerwiegender, ne? Also Genau. Beim Trinken jetzt, weißt du? ja, also Blut geht vor, ne? Zum Beispiel oder Genau. Hunger, also solche Bedürfnisse, also abzuwägen auch, okay, wo ist jetzt die Bedürftigkeit größer, wenn beide kommen? Ich rede jetzt von einer Situation, wo beide das Gleiche Ja. brauchen wollen, wie auch immer. Mir ist das jetzt klar geworden und ich habe vorhin noch mal gedacht, als du gesagt hast, Gleichheit
Also wenn wir gleichberechtigt handeln, dann ist es keine Gleichheit. Das ist ja eigentlich auch das, was zum Thema Inklusion jetzt immer, ne? Also ich musste dann gerade da so an dieses Bild dran denken, wenn alle gleich behandelt werden, dann stehen, es gibt so ein schönes Bild, ich weiß nicht, ob du das kennst, da steht ein Vater, ein großes Kind und ein kleines Kind und die wollen alle über einen Zaun gucken. Ja. Und Gleichheit wäre, genau, man gibt stimmt. jetzt allen dieses die gleiche Höhe an Baumstamm, damit dann alle das Gleiche haben, aber es kann dann der Vater super gut gucken, der mittlere einigermaßen, das Kleine Genau. immer noch nicht. Genau. Und gerecht wäre es, wenn man das so aufteilt, dass alle dann auf einer Höhe sind und alle gleichzeitig gucken können. Genau. So, das ist mir jetzt eben nochmal so in den Sinn gekommen, dass ich gedacht habe, damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Ja, genau. Danke. Gerne. Die Frage ist für mich schon mal beantwortet. Ich hoffe auch für den, der die Frage gestellt hat, welches Bedürfnis denn zuerst erfüllt wird. Es ist also, ich sag mal, sich mit der Hierarchie auseinanderzusetzen, ist ein krasser Prozess, ne? Weil da bei vielen echt was ausgelöst wird. Als ich das, wenn du das einmal verstanden hast, ist es wie ein Luftzug durch dein Gehirn. Und als ich das verstanden habe und angefangen habe, meine Kinder so zu behandeln in diesen Situationen, hat sich eine unglaubliche Ruhe ergeben in der Familie. Ja. Und es ist halt nicht so starr. Also ich finde, nein, ich bin überhaupt kein Freund von starr. Deswegen ist es gut, dass du die Story da gestern nochmal gemacht hast, weil da habe ich echt gemerkt, dass es nicht so starr ist, wie du es, man kann es halt schwer schreiben. Also es ja, ist halt, es ist super schwer. Ja. Ja. Ich werde da auf jeden Fall ausführlich im Herbst nochmal was zu machen, habe ich mir überlegt, weil du kannst nicht oft genug darüber reden, weil es ist genauso die Hierarchie in der Familie, genauso wie die konsequente Elternschaft. Das hat beides für mich, sind es elementar wichtige Themen, die für mich beide nichts mit Macht zu tun haben. Ja, sondern bedürfnisorientiert gesehen. Das ist eine Haltung und es funktioniert nicht. Nee, genau, danke schön. Das finde ich auch immer nochmal wichtig, weil ja, es gibt halt keine Pauschalen, ja, dann machst du das so und so und dann ist das nein, die Lösung. Ja. Nein. Dann hat hier jemand geschrieben, also es gibt zwei Fälle. Ja. Ich habe das zusammengefasst, weil es für mich die gleiche Situation ist. Also errechneter Geburtstermin und Eingewöhnung fällt durch Corona jetzt dummerweise zusammen und wir wollen unseren Großen aus dem Familienbett in das Kinderbett umgewöhnen. Was im gleichen Zeitraum ungefähr, ne? Also nicht rund um den ET, aber in der Schwangerschaft. Wir haben Angst, dass das große Kind sich ausgeschlossen fühlt oder es auf das Baby zurückfällt, wie auch immer. Wie löse ich das? Okay, das sind zwei Situationen, wie du schon gesagt hast. Fangen wir doch mal mit dem Familienbett an, okay? Mhm. Also ich würde erstmal das Warum fragen. Mhm. Warum geht jetzt das erstgeborene Kind in das eigene Zimmer. Jetzt. Warum jetzt? Mhm. Ich möchte wissen, welche Bedürfnisse damit erfüllt werden. Und zwar, ich möchte, dass die Bedürfnisse aller gesehen werden. Ich glaube, das große Kind hat auf jeden Fall gerade ein ganz wichtiges Bedürfnis nach Sicherheit. Beständigkeit, Nähe. Beständigkeit, Nähe, nach Halt, nach diesem, ich verliere den Boden unter den Füßen nicht. Übersetzen wir es mal so. Ja, ich weiß, wo ich hingehöre. Hier geht das Erdbeben geht an mir vorbei. Ich kann spüren. Nur wir kriegen das hin. Ja, diesen Schutz auch irgendwie einen Schutzraum zu geben. Und das ist, glaube ich, gerade unfassbar wichtig für das Erstgeborene. Welches Bedürfnis versuchen sich die Eltern damit zu erfüllen, dass das Erstgeborene jetzt ins Kinderzimmer zieht? Wirklich euch nochmal dieses Warum, diese Frage, wie ich das Warum zu beantworten und dann zu gucken, welche Bedürfnisse sind gerade an oberster Stelle. Ja. Und ich glaube, die Antwort vorwegnehmen zu können, wenn es bisher im Familienbett geschlafen hat, wird es das auch noch 2, 3 Monate weiter können, um diesem Kind einfach den Boden zu geben, dass es das schafft, zu meistern diese Situation. Und stellt euch die Frage bitte nochmal wirklich, warum ihr das macht. Wenn jetzt natürlich der Fall sein kann, Maike, dass der ein Elternteil sagt, ich packe es einfach nicht mehr, ich kann so nicht mehr schlafen. Auch zu gucken, ist die Strategie, das Kind aus der gewohnten Umgebung rauszunehmen, die wirklich sinnvollste. Oder macht es mehr Sinn, den Papa oder den anderen rauszukicken? Also ja, immer noch mal zu gucken, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Bedürfnisse aller zu befriedigen und nicht die eine. Und ihr werdet euch ja vorher auch schon für ein Familienbett entschieden haben durch gewisse Warum-Antworten. So, das ist das eine. Das andere ist es mit der Eingewöhnung und gleichzeitig kommt das Kind zur Welt. Das ist natürlich erstmal von außen betrachtet richtig Mumpitz. Das ist hart.
würde ich sofort, wenn ich in mich gehe, ich weiß nicht, wie es dir geht, Maike, ich würde sofort gucken, ob es vielleicht doch eine andere Möglichkeit gibt. Ja, also ich kenne die Fälle ja nicht, sind ja nur Beispiele. Ja, ne? Ja, ich weiß, auch du, das kenne ich aus meiner Arbeit. Ich kriege so Beispiele und dann überlege ich mir irgendwas. Also ich kann mir vorstellen, dass es halt früher geplant war und dass jetzt durch Corona, ne, so scheint es zu sein, dann jetzt nicht geklappt hat. Nur dann ist aber die Frage, danach, Maike, kannst du es ja auch nicht mehr machen, weil du kannst es den Säugling ungeimpft nicht mit in die Kita nehmen. Das ist halt auch schwierig zur Eingewöhnung. Und dann macht man es jetzt schnell. Die Frage ist, ob man das... Na, aber stopp. Da sagst du, da macht man es jetzt schnell. Wir machen es auf gar keinen Fall jetzt schnell. Wenn es wirklich, okay, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt und hinterfragt bitte alle Ecken, kramt in den letzten Winkel den Staubkrümel raus, ja, dreht jede Karte um. Wenn ihr keinen anderen Weg findet, dann macht ihr es nicht jetzt mal eben dann doch schnell, sondern dann macht ihr es bewusst jetzt. Hm. Und dann guckt ihr ganz genau, was brauchen alle, damit wir das hinkriegen? Und dann braucht dieses Kind, was eingewöhnt wird, einen Anker. Also jemand, der, ich würde jetzt sagen, er braucht auf jeden Fall ganz viel Halt, um das zu schaffen, neben der Situation, dass da jemand Neues kommt. Auf jeden Fall würde helfen, die Hierarchie in der Familie zu berücksichtigen. Also du kannst auch sagen, und du gehst jetzt in den Kindergarten, das ist jetzt quasi dein Job und ich helfe dir dabei. Ich brauche eine Bezugsperson für dieses Kind. Ja, und das wird nicht die Mama sein. Deswegen könnte man im Vorfeld schon gucken, wie auch immer die Konstellation in der Familie ist. Dieses Kind braucht eine Bezugsperson, zu der er das Vertrauen hat oder es das Vertrauen hat, das durchzuziehen. Und dann sich Strategien zu überlegen und dem Kind ganz viel Zeit zu geben. Dass ihr, und dann auch diese, also wenn ihr euch das Warum beantwortet habt, und es gibt keinen anderen Weg, diese Haltung zu haben, dass es stattfindet und dass ihr das schafft. Wenn ihr dann die ganze Zeit, oh Mensch und der Arme und es ist jetzt wirklich ungünstig und so blöd gelaufen, dann gebt ihr dem Kind Pause. Ja, dann gebt ihr dem Kind nicht die Sicherheit, die es braucht. Es braucht Eltern, die wissen, dass das jetzt gerade so ist und dass es so gemacht wird. Okay. Also ich hoffe, diejenigen, die die Frage gestellt haben, hören uns jetzt auch alles an. Ja. Dann hat jemand geschrieben, ich werde keinem gerecht. Dazu passt noch eine andere Frage, wie teile ich Aufmerksamkeit? Also das Gefühl, ich werde keinem gerecht werden, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen komplexer als... Dachte ich jetzt so. Ja, also wenn ich den... Ich sage ja gerne, ich habe den Eindruck. Ja, ich habe den Eindruck, ich werde meinen beiden Kindern nicht gerecht. Dann würde ich erstmal bei mir selber gucken, was bei mir los ist. Also irgendwie sind bei mir Gefühle am Start. Wie fühlst du dich? Bist du überfordert? Bist du enttäuscht? Bist du besorgt? Bist du traurig? Erschöpft. Ja, danke. Ja, so. Guck mal, welche Gefühle alle da sind. Und dann zu überlegen, okay, wenn ich jetzt erschöpft bin, welches unerfüllte Bedürfnis steht dahinter? Wenn ich besorgt bin, ist es die seelische Gesundheit meiner Kinder vielleicht, mein Bedürfnis? Ja, und guck, welche Bedürfnisse unerfüllt sind und was du tun kannst, um diese Bedürfnisse zu erfüllen, damit erstmal du den festen Boden unter den Füßen hast, dass du weißt, was du tust. Zeitnah. Ja, aber jetzt. Ich war gestern gerade, ich habe mir nämlich gestern das Modul 5 reingezogen. Zeitnah, genau. Also nicht in jetzt. 3 Monaten der Urlaub, sondern heute. Jetzt. Ja, und es muss ja, Urlaub ist eine Strategie und es muss ja auch nicht der Urlaub sein, ne, um Entspannung zu haben. Wenn das jetzt nicht geht, findest du eine andere Strategie. Ja, um auf dies jetzt zu kommen, es geht in der gewaltfreien Kommunikation, die Strategiesuche ist ja das, was an letzter Stelle steht. Ja, vorher kommt ja wirklich diese Einfühlung. Und du wirst dich erinnern, Maike, als du in meinem Seminar warst und wir haben über die Handlungsbitte gesprochen, das ist eine Bittemöglichkeit im 4. Schritt, geben. Ja. Das heißt auch mir selber geben. Viele denken ja immer, Handlungsbitte heißt, jemand anders muss was für mich machen. Nein, in erster Linie, was kann ich für mich tun? Und es geht immer darum, was ist jetzt machbar? Nicht, wie Maike sagte, in 3 Monaten der Urlaub oder so. Was kann ich jetzt konkret für mich tun, um diese Bedürfnisse zu erfüllen? So, und dann ist, glaube ich, schon dieses, ich werde den Kindern nicht gerecht, dieses Gefühl, auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich ein ganz anderes, weil du dir gerecht wirst. Du kannst ja nur deinen Kindern gerecht werden, wenn du dir selber gerecht wirst. Ja, du kannst nur andere lieben, wenn du dich selber liebst. Amen. Du kannst nur geben, wenn du auch was hast. Ja. Ja, so. Das wäre der erste Teil.
Und dann, wenn du das geschafft hast, würde ich mich mal hinsetzen und gucken, was brauchen meine Kinder? Und alle Kinder, alle Menschen sind individuell. Ist geil, ne? Wie dieser Knoten hier immer so wackelt. Alle Kinder sind individuell. Du kannst, es ist wieder dieses, du kannst nicht alle gleich behandeln. Du kannst auch nicht alle gleich lieben. Mhm. Also meine Erfahrung mit den zwei Kindern ist, die ich dann relativ schnell festgestellt habe, zumal meine Tochter bei mir wesentlich stärkere Gefühle auslöst, als mein Sohn jemals bei mir hat. Ich stehe mit meiner Tochter in einer ganz anderen Verbindung, was ich überhaupt nicht wertend meine. Es geht nicht darum, wen ich mehr liebe oder weniger, wen ich lieber habe oder, ne, oder mit wem ich besser klarkomme oder schlechter. Das ist die Beziehung, die ich zu diesem Menschen habe. Und du kannst, es macht gar keinen Sinn, beiden Kindern gleich gerecht zu werden, weil sie gar nicht die gleichen Bedürfnisse haben. Mhm. Und, jetzt kommt noch dazu, Maike, sie haben weder die gleichen Bedürfnisse, noch, wenn sie ein gleiches Bedürfnis haben, was ja durchaus mal sein kann, was gerade akut ist, brauchen sie nicht die gleichen Strategien, um das Bedürfnis zu erfüllen. Mhm. Ja. Ja, das heißt, guck dir deine Kinder ganz genau an, beobachte sie. Ja, was zeigen sie dir durch ihr Verhalten, durch das, was sie sagen? Und dann überlegst du dir, wie du jedem was erfüllen kannst. Ja, das ist wie so ein... Ja, und es ist auch nichts, was man mal eben so schnell zack, das ist die Lösung und dann ist es das, sondern das entwickelt sich und es verändert sich ja auch. Ja. Ja, dann kommen die in eine Autonomiephase, dann ist auf einmal was anderes wichtig, dann kommt die Wackelzahnpubertät, dann kommt die Pubertät. Dann ist man da ja irgendwie, muss man immer wieder gucken und immer wieder anpassen. Und ich glaube, dass vielen Eltern genau das so schwerfällt. Ich glaube, viele Eltern sind wirklich, die überlegen sich am Anfang, vielleicht in der Schwangerschaft oder am Anfang, welche Werte oder welche Dinge sie ihren Kindern mitgeben wollen. Und dann fahren die da so drin und gucken gar nicht weiter, dass sich das auch verändert, auch bei einem selber ja verändert. Ja, also ich, wenn ich überlege, ich war vorher immer, ich bin immer spät ins Bett gegangen und habe lange geschlafen. Ja, haha, jetzt gehe ich um 8 ins Bett und kann dein Live nicht sehen oder noch früher, weil mein Sohn morgens um 4:15 aufsteht und ich es einfach aktuell nicht packe, den Abend mir noch um die Ohren zu schlagen, so ungefähr, ja. Ja. Und findest du andere Wege, um dein Bedürfnis nach, was hast du abends gemacht, Kreativität vielleicht, Austausch oder? Ja, aktuell schon, weil ich ja jetzt vormittags zu Hause bin und er in der Kita, ne? Ja, ja, genau. Nur du hast andere Wege gefunden, dieses genau, Bedürfnis. Jetzt gerade. Und jetzt gerade. Das wenn das Baby kommt, dann wird sich das nochmal irgendwie ändern und dann muss ich wieder gucken. So, ja, da werden sich deine Bedürfnisse ja auch wieder ändern, ne? Das ist ja, das meine ich mit, man kann halt nicht starr bleiben in seinen Lösungen und in seinen Ideen. In den Werten natürlich schon, das kann man schon bleiben, aber in diesen Strategien, die man für sich selber entwickelt oder für sein Kind und dann erwarten, dass es auch die nächsten 5 Jahre genauso weitergeht. Auf gar keinen Fall. Also es gibt Strategien, die halten Jahre, ja, und es gibt Strategien, die halten eine Woche. Ja. Und ich habe erst gestern mit meinem Mann zusammengesessen, mein Großer ist ja mitten in der Pubertät, und wir haben gestern nochmal gesprochen, dass der lebt ja zur Hälfte bei seinem Papa und die sind gerade im Urlaub, dass wenn er wiederkommt, mit uns in Urlaub fährt, wir wollen uns wirklich mal hinsetzen. Ich meine, Pubertät heißt, da ist also bis zum 12. Lebensjahr stellst du die Verbindung her, ja, durch eben diese Einfühlung und so weiter. Ab dem 12. Lebensjahr würde ich jetzt mal pauschal sagen, verändert sich euer Verhältnis extrem. Und das ist das, was für viele Eltern diese Pubertät bedeutet, diese Herausforderung, ja. Mhm. Und mein Sohn braucht jetzt gar nicht mehr die führende Mutter, sondern was er braucht, ist im Grunde genommen eine Bezugsperson, wo er sich dran orientieren kann, nur die ihm gleichzeitig eben auch die Freiheit gibt zu sagen, okay, probier's aus. Ja. Mhm. Dazu kommt, dass sie noch gar nicht die Reife im Gehirn haben, Konsequenzen abzusehen. Das ist eben, also über die Pubertät könnten wir jetzt den ganzen Tag reden. Auf jeden Fall haben wir beschlossen, dass wir nochmal, dass wir uns wieder mit ihm hinsetzen und wirklich bestimmte Sachen, die uns wichtig sind, eben damit wir auch, ja, damit für uns bestimmte Bedürfnisse erfüllt sind und mit ihm gemeinsam überlegen, wie wir das machen können. Also zum Beispiel, wann er unter der Woche spätestens nach Hause kommt. Das heißt, er will ja die Autonomie haben, er will die Freiheit haben. Mhm. Er braucht auch überhaupt nicht zu sagen, wo er ist und was er macht. Gleichzeitig brauchen wir die Sicherheit, dass wir, sagen wir mal, es ist ja noch nicht besprochen, würde ich jetzt mal in den Raum hauen, dass er spätestens 21 Uhr zu Hause ist. Heißt dann gleichzeitig, dass er sich auch um sein Abendbrot selber kümmert und so weiter. Ne? Also, und dann gucken wir, ob das für ihn okay ist. Vielleicht sagt er 21 Uhr, so, und dann, also es geht in der Pubertät, wird eben ganz viel geredet und überlegt. Ja, also das ist dann so der nächste Schritt. Und ich sag mal, die Grundsteine habe ich auf jeden Fall hoffentlich gelegt,
Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ach, dass ich eben das immer wieder zu hinterfragen, ne? Auch dieses auch bei meiner Tochter, die hat jetzt vor 3 Wochen oder wann habe ich die angefangen, Fernsehen zu gucken. Die wird jetzt 4. Ich weiß, das ist für viele recht spät, nur das habe ich bewusst so gemacht, weil sehr reizempfindlich meine Tochter. Und warum muss ein Kind mit 2 Fernsehen gucken? Muss es nicht. Kann es ja machen. Ne? Das entscheidet jede Familie selber. Und jetzt haben wir gesagt, Mensch, die wird jetzt 4 und wir haben eigentlich auch beobachtet, die hat 3-mal die Woche 5 Minuten geguckt. Die kommt da echt mit klar. Also überraschend. Ich hätte das gar nicht so erwartet, dass wir jetzt gesagt haben, komm, die wird 4 und nach dem Urlaub passen wir das wieder an. Ja. Ja, sie kann ja jetzt nicht jahrelang 3-mal am Tag 5 Minuten gucken. Und dass wir dem auch vorweggehen und sagen, Mensch, du, wir haben jetzt gesehen irgendwie, du hast da ganz viel Freude bei und kommst da auch echt so mit klar. Ne? Wir haben uns überlegt, komm, das ist durchaus möglich, dass du mehr Fernsehen guckst. So, und dann wird sie sich riesig freuen. Und wir bestimmen natürlich, wie lange sie Fernsehen guckt und so weiter. Ja, also das, jetzt sprengen wir den Rahmen in. Was war? Naja, es ging einfach um Anpassung und um Veränderungen, um nicht starr zu bleiben in den Strategien oder in den Umsetzungen der Bedürfnisse. Und ich habe das in meinem Post vorgestern, also der vorletzte, da hat Ruth sich auch geäußert von der Kompass und ich glaube, dass sie es einfach so verstanden hat, anders verstanden hat und vielleicht auch so verstehen will, ich weiß es nicht, dass es eben, dass es Machtmissbrauch führen kann und so weiter. Es ist nicht starr gesehen, sondern es geht um das Bedürfnis nach Ordnung und das wird oft übersehen. Ja, und auch der, sie sagt auch, dass man in jeder Situation den Menschen sieht. Genau. Immer wieder beobachte deine Mitmenschen, deine Kinder und sieh, was sie brauchen. Mit allem, was sie sagen und tun, wollen sie dir zeigen, was sie brauchen. Und manchmal ist es die innere Ordnung, manchmal ist es was ganz anderes. Ja. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob das ein Thema für dich ist, aber die Frage kam sehr, sehr, sehr häufig, ab wann Schwangerschaft dem Kind, dem älteren Kind oder den älteren Kindern bekannt geben und wie? Tja, also ich meine, da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Ne? Also das hängt auch davon ab, wie alt das Kind ist, also das Erstgeborene oder die anderen. Ne? Und wie viel Risiko in deiner Schwangerschaft ist. Also ich hab's, ich kann ja mal von mir erzählen, das ist nicht so lange her, dass ich es erzählt habe. Wir haben das sehr, sehr früh erzählt, weil ich sehr, sehr früh auch Beschwerden hatte und sehr, sehr früh sozusagen Ruhe brauchte. Und wie soll denn ein Kind verstehen, dass ich jetzt auf einmal lieber auf dem Sofa als auf dem Fußboden bin? So, und da muss man halt gucken, man muss nicht, man darf. Mein Mann kann nicht. Ich habe dann, oh Gott. Immerhin merke ich es immer. Ja. Also ich habe dann einfach geschaut, wie alt ist er, ne? Da war er ja noch gar nicht 3, da war er 2, aber er ist sprachlich sehr, sehr weit. Mhm. Und habe ihm einfach ein Ultraschallbild gezeigt und habe gesagt, guck mal, ich war beim Arzt und da ist so ein kleiner Punkt und das ist bei Mama im Bauch und das wächst jetzt zu einem Baby und das wird, du wirst großer Bruder, so habe ich das gesagt. Wow. Und mehr habe ich erstmal gar nicht erzählt. So, und habe erstmal geguckt, kommen jetzt Fragen. Genau, nicht, hast du erstmal beobachtet. So. Wie er und, das so aufnimmt. Ja. Dann hatte ich so Mutterbandbeschwerden und auch mit meiner Narbe so ein bisschen Beschwerden. Und dann habe ich halt gesagt, du weißt ja, du wirst bald großer Bruder und das Baby wächst und da passiert ganz viel in meinem Bauch und es tut mir ein bisschen weh, deswegen brauche ich Ruhe. Und deswegen möchte ich jetzt nicht auf dem Fußboden spielen, sondern lass uns doch lieber puzzeln auf dem Sofa oder lesen oder was weiß ich. Und das war am Anfang ein bisschen doof, er wollte dann immer noch, ne, Autos. Ja, klar. So, und jetzt mittlerweile ist es so, dass wir einen Ort gefunden haben, wo ich mit Beinen hoch auf dem Sessel sitzen kann und er darf, das ist jetzt halt ein Kompromiss, auf ein Regal draufklettern. Mhm. Das haben wir jetzt gesichert und er sitzt dann mit mir auf Augenhöhe und das ist ein sehr langes Regal, sehr breit und da spielen wir jetzt Autos. Ja, aber das ist doch, also das feiere ich halt mega. Weil du hast die Situation so, wie sie ist. Und dann hast du geguckt, okay, ich werde jetzt Verhaltensweisen ändern aufgrund der Situation. Und das Bestmögliche ist doch zu versuchen, also du hast verstanden, was bei dir los ist, deinem Kind zu helfen, zu verstehen. Ja, die wollen ja verstehen. Und wenn sich was ändert und sie kriegen überhaupt keine Begleitung, es wird so unter den Teppich gekehrt, dann können sie nicht verstehen. Und dann sind sie alleine. Und du hast ihn überhaupt nicht alleine gelassen. Du hast ihn mit einbezogen, kindgerecht. Ja, ohne zu viel jetzt Tamtam. Und dann hast du ihn beobachtet. Ja, und dann habt ihr Wege gefunden. Und das ist in jeder Situation, würde ich in jeder Familie selber entscheiden, im Hinblick aller Familienmitglieder.
Also da hat ja, ich kann auch gar kein Alter nennen oder so, weil ja auch jedes Kind in seinem Alter in einem anderen, wie du sagst, dein Sohn ist sprachlich, danke, dein Sohn ist sprachlich sehr weit. Andere eher weniger, nur die können vielleicht trotzdem ganz viel verstehen. Andere sind sehr visuell und möchten das eher über Bücher machen. Andere sind sehr auf ihre Kuscheltiere bezogen. Vielleicht damit, andere sind mit den Puppen. Kannst du, also wie kann ich es dann auch, du wirst ja auch dann Bücher mit ihm gelesen haben, um das zu erklären und zu zeigen und so weiter. Ja. Findet Wege, Möglichkeiten, wie es für die Kinder umsetzbar ist. Ja, und versucht die Kinder nicht zu überladen damit. Also ich glaube, meine Mutter war gestern nochmal hier und wollte unbedingt nochmal dieses Babybuch und das nochmal thematisieren. Und er hat da gar keinen Bock drauf. Er ist durch damit. Mama, der weiß Bescheid, ja. So der, genau. Und auch wirklich, was du gemacht hast. Du hast ja auch erstmal abgewartet, was kommt dann. Ja, wenn Kinder Wissensdurst haben, das wissen wir alle, die Warums, dann kommen die Fragen. Ja, oder wenn sie irgendwie mit dem veränderten Verhältnis oder der Veränderung des Körpers oder mit der Situation Schwierigkeiten haben, dann wirst du das am Verhalten merken. Dann kommen mehr Wutausbrüche, dann kommt mehr Frustration oder Rückzug. Und das wirst du sehen. Und dann gehst du hin und begleitest dein Kind. Ja, ja, ich würde... Ja. Immer auch wieder dahinter zu gucken. Also das ist das, was ich in den letzten Wochen echt auch nochmal an einem anderen Thema, was wir gerade haben, einfach gelernt habe, nicht nur zu sehen, was macht er, was sagt er, wie verhält er sich, sondern auch zu gucken, warum macht er das jetzt gerade. Und sich wirklich Gedanken darüber zu machen und auch mal blöde Thesen in den Raum zu stellen. Ja, also wir haben das ganz oft, dass wir uns so total im Kreis gedreht haben. Er sagt A, ich sag B. Er sagt A, ich sag B. Er sagt A, ich sag B. Und wir kommen einfach nicht weiter. Und wenn man dann einfach mal irgendwie anders fragt oder sagt, kann das sein, dass gerade das und das dein Problem ist? Und dann kommt ein Ja und du denkst, ach. Er sagt das doch gleich. Okay, da habe ich eine Lösungsstrategie für. Wie wäre es, wenn wir das und das so machen? Und dann sagt er, ja, dann ist das Thema durch. Und du hast hier tagelang um A und B und A und B und A und immer so, bing, bang, bing, bang, bing, bang. Ja. Meine Tochter sagt gerade in Dauerschleife, du doofe Mama. Wo viele Eltern ja auch Schwierigkeiten mit haben oder ich will eine andere Mama haben, ne? Oder sowas. Und ich gucke immer sofort, was dahinter steckt. Also ich sage immer, okay, du willst mir gerade sagen, zeigen, wie sauer du bist. Ja. Okay, du willst mir gerade sagen, dass dich das nervt. Ja. Ne? Also immer situationsbedingt. Also die nutzt das als ihre Strategie einfach ständig. Du doofe Mama. Ja, zack, habe ich es wieder sitzen, die Klatsche. du möchtest mir gerade sagen, dass du? Ja, dann habe ich dich jetzt verstanden. Okay. Aber dafür muss man ja schon an dem Punkt sein, das nicht mehr persönlich zu nehmen. Also, ja, das stimmt. Also ich glaube, der erste Impuls ist erstmal zu sagen, mein Kind. Ja, oder so redest du nicht mit mir oder so. Ja, genau. Da erstmal davon wegzukommen und also von sich selber, von der eigenen Empfindsamkeit in dem Moment wegzukommen und auf das Kind zu schauen. Das ist ja immer. Das ist ja das Schwierige. Blöden Trigger. Ja, das ist immer an erster Stelle. Ich würde gerne noch ganz kurz was sagen, weil das hier im Chat da, ich beobachte das ein bisschen, Martina kümmert sich da, vielen Dank dafür. Diese Sache mit dieser Hierarchie und die gewaltfreie Kommunikation ist für mich keine Methode. Es ist für mich eine Entscheidung, wie ich leben möchte und wie ich mich und andere Menschen behandeln möchte. Ich habe mich nicht mit einem Satz von einer Methode gesprochen. Und wer das als Methodik wahrnimmt, den lade ich herzlich ein, wirklich nochmal dahinter zu gucken, was ausgelöst wird durch dieses Thema und welche unerfüllten Bedürfnisse dahinter stecken. Und sich dann vielleicht die Haltung der gewaltfreien Kommunikation nochmal reinzuziehen. Und dann können wir gerne weitersprechen. Nur ich habe nicht einmal von einer Methode gesprochen. Wir leben hier und ich wende keine Methode an. Was ich mache ist, ich gebe mir Einfühlung und ich gebe meinem Gegenüber Einfühlung. Wenn Einfühlung eine Methode ist, dann können wir uns alle erschießen. So. Du darfst gerne weitermachen. Ja, manchmal bin ich es dann auch echt leid, wirklich. Ihr seid alle herzlich eingeladen, bei euch selber zu gucken und dreht hier keinem die Worte im Mund um und niemand hat hier von einer Methode gesprochen. Punkt aus. Was du alles hier multitaskingmäßig machen kannst. Okay, noch eine Frage. Kind verhält sich wie ein Baby nach Geburt des zweiten oder dritten oder was auch immer. Ich glaube, da hat Martina gestern einen Post was zugeschrieben, dass das völlig normal ist und dass das auch eine Phase wieder ist und man da nochmal gucken kann, hat das Kind genug Aufmerksamkeit, fehlt diesem Kind etwas, ist ein Bedürfnis unerfüllt. Mhm. So.
Habe ich das jetzt verstanden? Ja, genau. Wer da Interesse hat, guckt bei Martina nochmal rein. Das ist eine total, es ist alles normal, wie die Kinder reagieren. Ja, und manche Kinder reagieren eben so, dass sie in so eine Babyphase zurückfahren. Ich würde noch nicht mal sagen zurückfahren. Es ist einfach eine Strategie, wie sie versuchen, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Und guck mal raus, welches Bedürfnis dahinter steckt. Wahrscheinlich ganz viel Geborgenheit, ganz viel Nähe, ganz, ich nenne das ja auch gerne Mama-Nähe. Ja, Mama-Energie, das ist natürlich Geborgenheit, das ist Liebe, das ist Halt, das ist Wärme, Aufmerksamkeit. Und dieses Ganze, das ist ja, das Säugling ist hier, das ist ganz viel Wärme, das ist Schutz, das ist alles, ja, also und dann gib's dem Kind, okay, und wenn es das über die Strategie Babyspiel macht, wunderbar, es gibt dir gleich was an die Hand, was hindert mich daran, mit meinem erstgeborenen Kind Baby zu spielen? Ja. Also mein Sohn, wie gesagt, war 9, als die Tochter zur Welt kam und wir hatten dann die Strategie den Schnuller gewählt, was ich bis heute... Gut, die Strategie gibt es. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Und mein Sohn wollte auch. Ja, und dann habe ich ihm einen Schnuller besorgt. Ich sagte, das ist deiner. Kannst du mal ausprobieren, ne, wie das ist. Und dann legst du dich hier hin. Und dann hat er sich auf meinen Schoß gelegt. Und dann habe ich ihn so gestreichelt. Und dann gesagt, oh, und das ist auch mal nochmal so klein sein. Und so ein bisschen. Und wie fühlt sich das an? Ja, eigentlich ist das voll blöde. Und damit war das Thema durch. Ja, es war nur, er wurde gesehen damit, ich habe ihn aufgefangen. Und ich werde nie vergessen, das hatte ich in einem Live mit Martina letztens auch kurz das Thema. Oder war es unser Online-Training? Ich weiß es nicht genau. Dass mein Sohn, als ich meine Tochter gestillt habe, er wollte auch so gerne. Ich will auch so gerne. Bei uns aufkommen. So, nur mein Sohn ist 9 gewesen. Ja? Und ich habe mir überlegt, also erstmal atmen. Okay? Was ist daran jetzt so schlimm, wenn mein Sohn sagt, er möchte eigentlich auch gerne nochmal an den Busen? Weil irgendwie, er hat das ja früher auch gemacht und ist kleine. Und ich habe gesagt, ja, und da würdest du jetzt auch gerne hin und so viel Mama-Nähe und so weiter. Ja, ja. Ich sage, oder würdest du einfach gerne mal wissen, wie das schmeckt? Ja. Ach so. Na, dafür finden wir doch Wege. Ne? Da bumpe ich dir ein bisschen was ab. So hier. Und dann hat er das getrunken. Ah, ja, ne, okay, danke. Und damit war das Thema erledigt. Ja? Ja. Nur das wichtig, bevor ich sage, also es geht auf gar keinen Fall und du bist jetzt schon 9 Jahre alt und kommt nicht in Frage, also hier ist geschlossen für dich, alles schattendicht, ja. Sagen, okay, du willst das auch gern machen. Und dann habe ich versucht rauszufinden, was dahinter steckt. Und dahinter steckte erstmal irgendwie, er wollte es gern auch nochmal probieren, wie es schmeckt. Ja. Also es wird bei uns auch kommen, er hat mich auch schon gefragt, ob er das probieren darf dann. Und ich habe von vielen Müttern schon gehört, so im Freundeskreis, ja, in der Prost, dass dann die Kinder gesagt haben, schmeckt gar nicht oder dass sie es gar nicht mehr können. Also dass sie mit 3 dann auch schon verlernt haben, wie man eigentlich wirklich an der Brust saugt und dass das Thema dann sofort eigentlich erledigt war. Mhm. Ja. Und ich finde ja auch nur, sag mal, bei einem 3-jährigen Kind, ich meine, das ist jedem selbst überlassen. Ich, mein Gott, hätte ich jetzt ein Problem damit gehabt, meinen 8- oder 9-jährigen an Busen, ja, hätte ich wahrscheinlich schon komisch gefunden, musste ich ja. Also, weißt du, stand dann auch gar nicht mehr in Diskussion. Aber beim 3-jährigen, ich sag, weißt du, du willst da nochmal einmal rankommen, finde ich jetzt, es gibt Kinder, die mit 3 Jahren auch gestillt werden, es gibt kein richtig und kein falsch. Fakt ist deine Haltung, das ist ein Probieren. Ja, das heißt nicht, und wenn dieses Kind dann wieder gestillt werden möchte, das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast. Und die ist gefallen und da seid ihr durch. Nur, warum sofort eine Klappe davor setzen? Ist geschlossen, zack, bumm, aus. Sondern erstmal, okay, was steckt dahinter? Ja, anstelle von das Kind so direkt zurückzuschützen, erstmal wieder ranzunehmen und zu sagen. Ja. Und es gibt ja auch diese Möglichkeit, du musst ja gar nicht saugen an der Brust, aber einfach mal hier so zu liegen. Das ist so viel Nähe, so viel Liebe, so viel Geborgenheit. Ich würde auch gern mal. Ja. 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 Okay, und es gibt also die eine Strategie ist, sich zu verhalten wie ein Baby und eine andere wäre sowas wie Eifersucht im Sinne von kratzen, beißen, hauen, den Kindern. Also einige richten das dann ja gegen die Geschwister und andere richten das gegen die Eltern. Ich habe jetzt auch eine Frage noch, dass es sich speziell gegen die Mutter richtet, also wirklich die Mutter abgelehnt wird seit der Geburt. Ja, das, also ich sag auch mal komplex. Grundsätzlich, alles komplex, grundsätzlich
die Verhaltensweisen des erstgeborenen Kindes, das Allerwichtigste ist, es nicht persönlich zu nehmen. Und wenn die Strategie ist, euch was sagen zu wollen, indem die Mutter abgelehnt wird, das hat nichts mit dir zu tun. Und es hat auch nichts mit eurer Beziehung zu tun. Sondern es ist der Versuch, den Eltern zu zeigen, Hilfe, 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 Hilfe. Genauso, wenn das Kind, so wie ich früher offensichtlich, das kleine Geschwisterchen malträtiert, nennen wir es mal so. Ja, also ich habe den Stubenwagen mehrfach umgeworfen, kratzen, beißen, heimlich, ne, hingehen und einmal so. Ja, das ist so ein Hilfeschrei. Das Kind ist deswegen nicht schlecht oder gewalttätig oder wie kann er nur aggressiv? Nein, es ist, natürlich stecken da Gefühle hinter. Wieder zu gucken, okay, offensichtlich fehlt meinem Erstgeborenen etwas. Was ist es? Das kann die Hierarchie sein, die Ordnung. Das kann die Nähe sein, die Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Schutz. Ach, also die ganze Latte an Bedürfnissen. Findet's raus. Das können wir euch so pauschal nicht sagen. Wenn ich natürlich eine Beratung habe, dann gehe ich da richtig in die Tiefe und pruddel da rum. Ne? Und dann finden wir das. Und dann suchen, dann finden wir Strategien. Ja. Wobei das schwierig, ich stelle mir das schwierig vor, wenn der Große mich jetzt ablehnen würde, dann habe ich das Gefühl, ich komme ja gar nicht an ihn ran. Also doch, wirst du. Weil, also das ist ja oft die Krux, das ist wie bei so einem Wutausbruch. Ne? Oft ist es ja zum Beispiel beim Wutausbruch so, dass Kinder die Nähe so ablehnen. Oh, fass mich nicht an. Also wenn die Mutter abgelehnt wird, nein und weg und red nicht mit mir oder wie auch immer das fällt, oder geh weg, du blöde Mama, ich will eine andere, hau ab, ja. Du bleibst da. Du nimmst es nicht persönlich. Du bleibst bei dir, du atmest, guckst, was bei dir ausgelöst ist, wie du dich um dich kümmern kannst, damit du in deiner Mitte bleibst. Du verurteilst dein Kind nicht und du bist da. Und du, das steht außer Frage. Egal, was dein Kind macht, die Liebe steht nicht in Frage. Ja, und es findet ganz viel Verbindung, kann dadurch stattfinden. Das heißt, wenn dein Kind dich ablehnt, bleibst du da. Und immer wieder, du hältst es aus, indem du dich um dich kümmerst und du versuchst immer wieder ranzukommen. Und wenn es nur immer so kleine Tappschritte sind, und mein Ziel wäre immer, wie beim Wutausbruch auch, wie bei starken Gefühlen, immer den Körperkontakt herzustellen. Das geht natürlich nur, wenn dein Kind bereit ist. Und indem du immer da bist und friedvoll ihm gegenüberstehst und im Grunde genommen die Message hast, du bist okay, so wie du bist, und ich sehe dich. Ich sehe deine Frustration, dein Leid, deine Hilflosigkeit. Ich sehe dich und ich bin hier und wir schaffen das. Das musst du gar nicht sagen. Es ist nur dein Mantra. Okay? Und das strahlt ganz viel aus. Und immer wieder. Und irgendwann ist es vielleicht möglich, dass du tatsächlich die Hand hier hinlegst. Und das kann Tage dauern. Es kann eine Woche dauern. Es kann länger dauern. Und wenn du das... Oh, das im Wochenbett. Oh Gott. Also ich hoffe nicht, dass es doch bei mir passiert, aber an alle Mütter, bei denen das so ist. Ja, mein vollstes Mitgefühl. Auf jeden Fall. Es ist, also ich habe nie gesagt, dass es leicht ist. Ja. Der Elternschaft ist nicht leicht. Es hat nie jemand gesagt, dass Elternsein leicht ist. Nee, und wir sind auch keine Helden. Ja, es gibt auch keine, du kannst es auch nicht richtig machen. Es ist einfach immer wieder, das ist wie so ein Seil. Es ist immer wieder geben, nehmen, es ist, oder ne, ist das Seil jetzt irgendwie ein passendes Bild, wie auch immer. Also, und wenn der Körperkontakt da ist, dann wirst du merken, dann geht's in Fluss. Und du wirst einen Weg finden, da hinzukommen. Und nur wenn dein Kind dich ablehnt, ist das A und O, es nicht persönlich zu nehmen. Wenn du es persönlich nimmst, dann bricht die Verbindung. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Die kleinen Würmchen, man. Ich meine, ich war selber erstgeboren und bei uns, meine Schwester ist 1,5 Jahre jünger und wir wurden immer komplett gleich behandelt. Wir hatten die gleichen Aufgaben, wir sind immer zur gleichen Zeit ins Bett, wir haben immer gleich viel, es wurde immer gleich und so weiter. Und das hat zwischen mir und meiner Schwester zu großen Konflikten geführt, die tragen wir immer teilweise noch in uns, nur ich glaube schon, dass wir mittlerweile da raus sind, mehr oder weniger. Nur es waren schon harte Zeiten, auch nach der Pubertät noch. Ja. Und das ist nicht nur so bei Geschwistern, also ich bin Einzelkind, ich habe das erlebt mit meinem Cousin und meiner Cousine. Also die beiden sind Geschwister, 4 Jahre und 6 Jahre jünger als ich. Und seitens der Großeltern ist da auch immer gleich, ich sag, gleichgeschaltet worden. War ganz schwierig für mich. Ja, das ist, und das ist nicht nur für mich schwierig gewesen, auch für meine Schwester. Weil, was ich nochmal sagen möchte, auch zu dieser
Ordnung in der Familie, nenne ich das mal lieber, Hierarchie ist dann, dass das, sagen wir angenommen, das Erstgeborene ist ja aber zuerst da und in diesen bestimmten Situationen bekommt es zuerst, ja, wo keine andere Not da ist. Gleichzeitig eben dann auch hat es mehr Pflichten, weil es ja auch schon mehr machen kann. Das ist kein Austausch oder kein du darfst mehr und deswegen musst du auch mehr machen. So ist das gar nicht gesehen, sondern das ist ja auch bedürfnisorientiert. Das ältere Kind hat ja auch schon mehr Autonomiebedürfnis. Ja, will ja auch mehr. Und das wird gesehen und deswegen das Tischdecken zum Beispiel, das ist dein Job. Und da hat auch das kleinere Kind nichts zu suchen. Wenn das kleinere Kind auch anfängt, helfen zu wollen, finden wir eine andere Aufgabe. Ja, nur das ist deine Aufgabe. Du warst zuerst, hast dir ausgesucht. Wenn sie dir nicht mehr gefällt oder es Konflikte gibt, dann mischen wir die Karten neu. Ja, nur dass das Zweitgeborene, Drittgeborene, wie auch immer, die kriegen ja zum Beispiel auch noch mehr, die brauchen noch viel mehr Nähe größtenteils, ja, also unterschiedlich bei den Kindern. Nur dafür, damit werden sie auch gesehen. Es geht nicht darum, dass das Erstgeborene es immer besser hat. Es geht nicht um besser oder schlechter. Mhm. Niemand hat es besser oder schlechter, sondern alle werden mit dem gesehen, was sie brauchen. Mein Gott, das ist doch eigentlich so einfach. Nein. Nein, weil wir ganz anders aufgewachsen sind, ja, und weil es so in unseren Köpfen, das ist wie mit dem Teilen. Du musst teilen. Meine aktuelle Podcast-Folge. Was meinst du, was ich da für Nachrichten gekriegt habe? Das ist so, ja, aber ich muss doch mein Kind und das muss. Nee, ja, du gibst dein Handy auch nicht hier einfach mal eben so, weil es da gerade liegt. Zum Beispiel, ja. Das ist größtenteils für uns so schwer, weil wir anders aufgewachsen sind und manche verbinden das alles mit Macht. Mhm. Ja, und das ist wenn es um Bedürfnisorientierung geht, hat es mit Macht wenig zu tun, weil es gibt nun mal das Bedürfnis auch nach Führung und auch nach Ordnung. Und das habe ich selber auch. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte, bitte, bitte. Wie stehst du denn dazu? Das Baby bringt dem großen Kind ein Geschenk mit. Aus dem Krankenhaus? So. Ich bin geboren und du kriegst jetzt ein Geschenk. Wie ist das irgendwie ein bisschen fremd? Also ich habe darüber auch nachgedacht, ob das Baby jetzt dem Großen etwas mitbringt. Mein Sohn hat, gleichzeitig habe ich darüber nachgedacht, ob der Große dem Baby was schenkt. Das hat mein Sohn jetzt in den letzten Tagen für sich selber beantwortet. Der hat nämlich zu Papa gesagt, wenn Mama im Krankenhaus ist und das Baby kriegt, dann möchte er zum Kinderladen Papa gehen und was fürs Baby aussuchen. Oh, er ist einfach schon wirklich gut vorbereitet, der Kleine. So, also ja. Die Frage hat sich schon erledigt. Also erstmal die Frage, warum muss überhaupt was geschenkt werden? Ja. Diese ganze, also es ist genauso mit, was steckt dahinter? Konfliktvermeidung? Ja. Soll es ein Begrüßungsritual sein? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Würde ich es nicht machen. Nee, eben nicht. Bei meinem Sohn, also ich hatte den Großen gefragt, möchtest du dem Baby etwas schenken? Also stopp mal, stopp. Ich habe mir gedacht, nein. Also für mich hat das Baby bringt nichts mit, weil es ist ein Baby und es ist das Kleinere. Wenn, kann die Mutter sagen, ihr könnt ja auch vorher, dass die Mutter etwas mitbringt und das für mich wäre das eher, guck mal, den Stein hatte ich jetzt die ganze Zeit im Krankenhaus dabei, ja, der hat mir ganz doll geholfen und den habe ich jetzt mit ganz viel Mama-Energie aufgeladen und den überlasse ich jetzt dir. Das ist schön. Sowas zum Beispiel. Aber warum was kaufen, was schenken und so? Andererseits, wenn dein Sohn selber jetzt zum Beispiel dieses Bedürfnis hat, würde ich das unterstützen. Ja. Nur ich würde nicht sagen, dass das größere Kind dem kleineren jetzt was zur Geburt schenken muss. Es muss überhaupt niemand zur Geburt schenken. Es muss auch niemand was zum Geburtstag schenken. Es muss überhaupt niemand. Dieses krasse Ding mit diesem Geschenke-Dingsbums. Also fragt euch mal bitte auch wieder, was steckt dahinter und ob es vielleicht eine andere Strategie gibt. Ihr möchtet wahrscheinlich, dass die Geschwister sich verstehen, dass das große Kind, das kleine Kind willkommen heißt und da hilft ein Geschenk vielleicht, nicht? Das ist eher was in Richtung Bestechung, finde ich. Ja, finde ich auch so. Ja. Und würde ich eine andere Strategie finden.
Wobei ich mich total darüber gefreut habe, dass er von sich aus gesagt hat, er möchte Außer das Frage. Dann machen. Und das ist dann das war, was ich dem Baby dann schenke. Und dann hat ja, er noch... und das würde ich total unterstützen, weil wer schenken ja. möchte, darf doch schenken, weil es aus ja. eigener Freude rauskommt. Nur wenn das Kleine dem Großen was mitbringt, erstens, man kann das Kleine das gar nicht. Mhm. Und warum, was steckt dahinter? Das Bedürfnis, dass das große Kind, das kleine Kind besser aufnimmt oder so. Also dafür gibt es ganz viele andere Strategien, die weit entfernt sind von einer Form von Bestechung. Aber ja. du, ich möchte das auch, wenn jemand das für sich so argumentieren kann und das in der Familie in Ordnung ist, dann macht das. Ich kann nur aus eigener sagen, dass ich, das ist für mich so. So. 5 Minuten ja, haben wir noch. Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt noch ganz viele Fragen, aber ich habe jetzt die zusammengefasst, die jetzt häufiger kamen. Ja, das ist doch gut. Das passt doch jetzt zeitlich auch. Genau. Ich glaub, hast du denn noch eine Frage, liebe Maike? Du, Nee. Also Martina hatte noch gesagt, man sollte doch vorher üben, dass das Kind vielleicht irgendwo schläft, wenn es dann auch zur Geburt dann zum Beispiel bei Oma schläft oder so. Mhm. Das haben wir jetzt bisher noch nicht gemacht. Wir werden das wahrscheinlich auch nicht mehr machen, weil sich das einfach nicht, also da spielt jetzt wieder Corona eine Rolle. Wir haben uns halt lange nicht gesehen und wir haben uns jetzt halt erstmal darauf gestürzt, dass die sich überhaupt wieder annähern. Und wenn das jetzt wirklich nachts losgehen sollte, dann wird meine Mutter da Lösungen finden. Ja, auch so. Da, ja, überlass es dann. Also natürlich wäre es schöner gewesen, wenn er das Erlebnis schon mal vorher gehabt hat. Hatte er jetzt aber nicht. Und ich will das jetzt auch nicht in den letzten Wochen auf Teufel komm raus, du musst das jetzt mal üben oder irgendwie so. Mhm. Als ich gestern gesagt habe, Oma kommt heute, hat er sofort zu mir gesagt, wo kommt jetzt das Baby? Weil ich ihn natürlich vorbereitet also habe. Ja, du hast deinen Sohn unfassbar eingebettet. So. Der hat seine... Wie kann ich das sagen? Der hat so überall also seine Polster. Mhm. Weißt du, wenn das Erdbeben kommt, dann knallt er dagegen, es tut nicht so weh, weil er ist von dir so aufgefangen, er ist so gesehen worden und wird immer noch gesehen. Der hat das echt kapiert. Und Maike, das ist einfach wirklich ein Meisterwerk. Ja, der hat den Boden unter den Füßen und natürlich wird das dann für ihn auch aufregend sein. Ja, klar. Und es wird sich verändern und er wird auch gewisse Verhaltensauffälligkeiten dann aufweisen, die du übersetzen kannst. Nur jetzt für den Moment ist er einfach unfassbar gut in Watte gepackt. Er hat alles, was er braucht. Und das hast du ja jetzt, wann hast du angefangen? Also du hast angefangen, ihm zu erzählen, was los ist, schon relativ früh. Wann hast du angefangen konkret mit diesen Strategien für die Geburt? Vor 4 Wochen. Ja, also nicht zu früh. Nee. Ja. Es kann auch sein, dass manchen Kindern 4 Wochen zu viel ist. Dann fängst du 2 Wochen vorher an. Das, ja. Wirklich auch kindabhängig. Und der ist, ihr kriegt das hin, Maike, ihr macht das. Und deine Mutter wird es auch rocken, weil du auch das Vertrauen in sie hast, weißt du? Sie hat jetzt gestern nochmal einen waschechten Wutanfall mitgekriegt und hat auch nochmal mitbekommen, wie ich damit umgehe. Und hat danach gesagt, ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich damit machen soll, aber das hat mir gut gefallen. Siehst du, das war wunderbar. Da hat dein Sohn dir gleich geholfen, deine Mutter nochmal vorzubereiten. Zack, der Wutausbruch war da. Ja. Ah, ja. Ach, liebe Maike, wir haben jetzt noch 1:40. Ich glaube, wir gehen in die Abschlussrunde. Ich fühle dich von hier aus Berlin ganz fest gedrückt. Danke. Und ich wünsche dir ganz viel Liebe, Kraft und Selbstsicherheit. Und ich glaube, wenn ich dich so sehe, du rockst das, my dear dog. Ich rock das. Ja, und wir sind natürlich alle ganz neugierig. Vielleicht lässt du uns ja dann auch, wenn es soweit ist, teilhaben, wie es gelaufen ist. Also nicht die Geburt, sondern mit deinem Großen. Das ist ja hier gerade das Thema. Ja, irgendwann. Gehst du erstmal so ein bisschen in Pause? Ich wollte ja eigentlich jetzt schon Pause machen. Ja. Ich plane nichts. Ich mache einfach das, wonach mir ist. Was das mir freut mich gerade. Ja. Und ich bin ja 3 Wochen demnächst im Urlaub. Also falls du von mir nichts hörst, hat das mit dir nichts zu tun, sondern ich kümmere mich in dem Moment exklusiv um mich. Sehr schön. Schönen Urlaub. Na, ich danke dir, Maike. Danke, Martina, fürs auch für die Fragen beantworten. Genau. Martina hat sich da, glaube ich, sehr gekümmert. Wir sind ein gutes Dreier gespannt, finde ich. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und Martina haut heute Abend nochmal zum Abschluss einen Post raus. Ich will auch noch einen schreiben. Genau, du schreibst auch noch einen. Ich habe jetzt auch über Hierarchie nochmal nachgedacht. Nur ganz ehrlich, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Ich mache das im Herbst. Und ich denke, wir haben sehr viele Impulse gegeben. Ja. Ja. Und insofern, Maike, lass das neue Leben willkommen heißen. Ja, danke schön. Ciao, ciao.
Tschüssi.